Du bist bereit? Meine Damen und Herren, die Diskothek heute an diesem wunderbaren Sommertag geht weiter mit Marco Maria alias Marco Twist und er hat sich entschieden für eine Version seiner Kunst, dass er kein Playback auflegt, keine Musik wie sonst, was es zu dieser Kunstform nicht gehört, sondern der Drummer, der Kachelmeister von Compliment for Soul macht den Beat. Ladies and Gentlemen, please welcome. Meets Bach heißt das, glaube ich. Und die sind halt im Welttournee momentan.
Und da habe ich halt damals angefangen, wie ich 13 Jahre war. Und ja, dann hat es alles mit seinen Lauf genommen, dann lernt man das alles so ein bisschen. Dann braucht man halt sehr viel Zeit, um diese Sachen zu trainieren. Weil ich weiß, zum Beispiel Windmühle habe ich damals ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das mal richtig drauf hatte. Das ist dann halt schon schwierig. Aber man ist danach halt umso stolz, dass es geklappt hat alles und in die Wege geleitet hat, das auch alles zu lernen und umzusetzen. Er macht das ganz großartig. Und eben, während noch der Philipp musiziert hat, hat er mir erzählt, du würdest gerne eine Veranstaltung machen. Hast du das zu sagen? Kann man erwähnen, ja. Und zwar suche ich einen Organisator bzw. einen Motor, wo das Ganze dann zum Antrieb fördern kann. Und zwar ist mir eben in den Sinn gekommen, das Ganze so zu nennen, Tanzen für kranke Kinder oder Tanzen für einen guten Zweck. Und ja, das ist dann halt, man hat die Idee im Kopf, man braucht nur den Motor, der das Ganze antreibt, so einen Organisator, der das Ganze umsetzen kann und die Mittel und Wege hat, den ganzen Leuten zu kompensieren, die wichtig sind. Das heißt, nichts anderes wie, ich möchte für einen guten Zweck tanzen und das Geld, diesen Erlös, der dann eingebracht wird in dieser Veranstaltung, dann an kranke Kinder spenden oder schenken. Das finde ich auch wichtig, da bin ich auch engagiert, dass du mich unterstützt. Kriegen wir noch so eine kleine Postgruppe noch mit dem Schlagzeug oder vielleicht hast du nochmal dieses Karussell oder wie hieß das nochmal? Der Hubschrauber natürlich. Ich glaube, wir nochmal den Hubschrauber sehen dürfen. Geht das? Einfach so den Hubschrauber nochmal so als Abschluss. Okay, ladies and gentlemen, der Hubschrauber! Der Bertram sagte, du hast doch auch ganz oft, wenn du moderiert hast in der Diskothek, auch was gesungen. Das mache ich jetzt auch. Und Compliment for Soul wird mich unterstützen bei diesem Lied. Stimmung, die Musiker werden besser zusammengesucht. Und zwar kennen die meisten mich ja von meiner Band Sabrina, obwohl ich das vorher erwähnt habe. Cindy von Cindy Bugard hat so großartig gesungen. Wir haben von Esther nach Jehofer im Morning of My Life geprobt. Das war ganz schön. Und mit Ingrid Peters an diesem wunderschönen Sommerabend vor vielen, vielen Jahren im Simsche. Da habe ich dann Ingrid Peters gesungen und Summertime und diesen das. Und seit 2 Jahren mache ich ein Leonard Cohen-Programm, ich singe nur Lieder von Leonard Cohen, 2 Stunden lang. Würde mich freuen, wenn Sie mal vorbeikommen, auf meiner Website oder in der Sende in den Termine. Wir spielen im September in Saarbrücken, im Oktober in Losheim, im November in Bernkastenkues, im November in Sagen, im Januar in Kaiserslautern. Also ich habe schon eine Menge Konzerte, ich hätte nie gedacht. Ich habe es eigentlich nur zum 80. Geburtstag von Leonard Cohen machen wollen. Es waren mehr Leute da, die das kleine Theater im 4. in Saarbrücken gepasst haben. Und da habe ich gedacht, sieh mal an, wer hätte das gedacht. Die Musik von Leonard Cohen ist noch stärker an den Leuten. Verwurzelt, als ich das sage. So, ein größter Hit war lange Susanne. Ja, Susanne takes you down to a place near the river. Und der allergrößte Hit, berühmt geworden durch den Film Shrek. Da hat das jemand gesungen in dem Film. Der Ehemann seiner Tochter Locke. Ist Halloween. Das singen wir jetzt. Freue mich sehr, dass Sie herzlich begleiten. Thank you.
secret chord, the daybreak, and the praise the Lord, and you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king, composing, hallelujah. Veranstaltungsreihe, die sich bewährt hat seit über 10 Jahren.
Bestand hat und wir sind sehr, sehr froh, dass du das jedes Jahr immer noch mit uns machst. Ja. Vielen Dank dafür, Ola Tepp. Guten Abend, einen schönen Abend.
genießen. Der Sommer ist zurück, wer weiß, was morgen ist.